Hip-Hop ist natürlich ein urbanes Phänomen, weil die Stadt zum Dschungel wird. Das heißt, der Hip-Hopper ist im Grunde genommen ein Wilder. Take a piece of time to rest and ask yourself, why should I stay? Remember what they did to your own family. Do you think they died for nothing, nothing, nothing? They died for nothing. Dieses Ghetto ist eigentlich etwas sehr Natürliches. Es ist etwas Dschungelartiges. Da gibt es bestimmte Gefahren, da kann man sich infizieren, da kann man krank werden, da kann man sterben. Also wenn man in den Dschungel hineingeht, muss man damit rechnen, dass man nicht mehr herauskommt.